Dieses Hörspiel präsentiert euch justblizzard.eu. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Sehe es auf meiner Stromrechnung. Vieles, was einst war, ist verloren, da alle gegangen sind, die sich erinnern könnten. Alles begann mit dem Schmieden des legendären Schwertes Löwenzahn vor langer Zeit. Es war nichts weiter als eine Laune der alten Götter. Yogg-Saron wollte es als Zahnstocher benutzen, während Zetun es zum Stutzen seiner Augenlider einsetzen wollte. Doch das Schwert selbst wehrte sich gegen sein Schicksal. Au, mein Augenlid! Verdammte Scheiße, verdammte! Und so warfen sie das Schwert ins Meer. Generationen kamen und gingen. Königreiche wurden errichtet und zerfielen zu Staub, bis das Schicksal es den Händen eines Helden anvertraute. Ein Krieger erfüllt mit den Tugenden von Mut, Bescheidenheit und Disziplin. Ein Streiter für das Gute, dessen Geist so scharf ist wie die Klinge des Schwertes. Ja, genau, das bin ich. Doch bis das passiert, trägt Horst Aschenbecher das Schwert Löwenzahn. Und beiden steht noch eine große Aufgabe bevor. Azeroth war seit jeher vom Krieg zerrissen. Auf jede Auseinandersetzung folgte die nächste. Welche Mächte es in diesem Universum auch geben mag, keine davon hält ihre Hand schützend über diese kleine Welt. In diesen Zeiten der Unruhe und des Tumults wurde eine Gilde gegründet. Eine Gilde, die sich von den anderen unterschied, die nicht mit Gamer-Kiddies überquoll. Es war eine Gilde wahrer Helden. Die Armee der pinken Gnome. Doch in dieser Geschichte soll es um Ellie Mania gehen, die... Runter von meinem Stuhl, Bitch. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Du bist gleich voller Steinsalz, wenn du deinen schmalen Elfenarsch nicht von meinem Sitz schwingst. Ich glaube, es hakt. Kaum hat man mal einen Kurzurlaub von 4 Jahren, da wird man von der Praktikantin ersetzt. Praktikantin? Ich bin die Königin der... Leute, die mir meinen Kaffee holen. Und jetzt mach hin, Perle, 2 Stück Zucker, heiß, pronto. Aber... Die Aufzeichnungen sind in Quenya geschrieben. Okay, dann wie immer, Storyteller-Freestyle. Nach dem letzten Abenteuer der Gruppe ist einige Zeit vergangen. Während unsere Helden immer noch in Magteridons Kammer feststecken und Level 60 nicht überschritten haben, hat die Welt sich geändert und... Das habe ich echt nicht nötig. Ich habe versucht, professionell zu sein. Und jeder weiß doch, dass diese Welt hier ein dreister Tolkien-Rip-Off ist. Wenn man es genau nimmt, ist es eher ein Warhammer-Rip-Off. Blizzard war da noch nie besonders dezent mit den Parallelen. Ich gehe, wenn ihr mich entschuldigt. Die grauen Anfurten rufen mich und mein Volk. Graue Anfurten. Schicker Name für ein Altersheim. Gott, das Ende naht, wir liegt am letzten Tag in seinem Heldengrab. Doch Horst stirbt und Judge im Kampf um Hogger. Bernd zieht diesmal den Kürzeren. Lernt Dimitri dieses Mal die große Liebe kennen. Was für das Uschi, Ronnys Hammer und Cliffs Dagger. Sollte Pansky singen, gibt's dann endlich wieder was zu meckern. Wieso stehen Arthas und Illidan an ihrer Seite? Und kocht Miraculi, suchen Feinde dann das Weite? Elemania, bam! So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja.
Und so kehren wir zurück in die Outlands, tief unter die Erde, in die Kammer von Magteridon, wo Horst, Ronny, Dimitri, Uschi, Heidi, Miracoli, Siegfried und Roy, aber auch Arthas und Illidan seit einiger Zeit Trübsal blasen. Ah, Barlo, schön, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. Setz dich, nimm dir einen Keks. Du Arsch, wo zum Teufel warst du? Also, das kann ich erklären. Also. Ich musste 4 Tage mit dieser notgeilen Ratte in einem Raum verbringen, während Illidan und Arthas sich die ganze Zeit auch noch streiten. Heidi bekommt hier unten bei ihrem Anbieter kein Netz und Ronny poliert die ganze Zeit seinen Hammer. Und sie meint nicht seine Waffe. Schnauze, du Buchstütze. Miracoli hat bei einem Pokerspiel gegen Arthas seine Stimme verloren. Ach, was soll's. Es gibt Schlimmeres im Leben. Stellt euch vor, wir müssten alle Ion spielen. Und Löwenzahn erzählt die ganze Zeit flache Witze aus seiner Stand-up-Comedy-Nummer. Kennst du doch. Schwertscheiden. Kennst du? Ja, kennst du. Ruhe da hinten. Und weißt du überhaupt, wie es hier stinkt? Naja, der Kadaver von Magteridon riecht bestimmt. Das ist Horst. Der riecht, als hätte er sich seit 4 Jahren nicht gewaschen. Das erklärt, warum er da hinten in der Ecke steht. Hallo! Die Uschi hat übrigens ihre Tage! Ach. Wenn Siegfried und Roy nicht die Magterion-Sandwiches gemacht hätten, wären wir hier drin verhungert. Kann Heidi nicht Brot und Wasser zaubern? Nur Zimtschnecken und Cola. Und das macht dick. Also was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bleib hier. Ich geh mal unserem schwulen Pärchen Bescheid sagen. Sehen's, eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft in ihrem Fall ist keine einfache Sache. Vor allem, wenn 2 Personen absolut unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zusammenkommen. Es gibt immer schwierige Situationen, die natürlich zu Stress und Spannungen führen, die besonders gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf die Probe stellen. Aber bevor wir in die aktuelle Problematik springen, Herr Nachtöf, wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie schwul sind? Zum letzten Mal. Ich bin nicht schwul. Sie sollten schon zu Ihrer Sexualität stehen, wenn Sie mit Ihrem Eheberater eine Eheberatung besuchen, Herr Elidam. Ich bin mit dem da nicht verheiratet. All die Jahre, die wir zusammen sind. Und so dankst du es mir. Hör auf damit! Warum sitze ich hier eigentlich? Und warum sitzen die beiden da? Weil wir als Musterbeispiel einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ein gutes Beispiel für euch sein sollen. Ich bin in keiner Beziehung mit diesem wandelnden Eiszapfen. Jetzt beleidigst du mich auch noch vor den anderen Leuten. Und das letzte Mal warst du von meinem Zapfen absolut begeistert. Au, der war gut. High five, Arti. Nun, wenn Sie angeblich nicht an Herrn Minitil interessiert sind, wer war die letzte Person, für die Sie wirklich sexuelles Interesse entwickelt haben? Ihre Mutter einmal ausgenommen. Gottverdammter! My Shadow Song! Ich war scharf auf My Shadow Song! Zufrieden? Das klingt ein wenig nach Stockholm-Syndrom. Ich war scharf auf My Shadow Song! Zufrieden? Und das steht jetzt direkt auf YouTube. Du Mieser! Kannst du mir erklären, warum wir seit 4 Tagen hier herumsitzen, Spielchen spielen und nichts tun, anstatt, und ich zitiere dich hier, Arti, Alimania an ihren Eingeweiden von der Decke baumeln zu lassen und sich an ihrem Leiden ergötzen, während wir ihnen nicht erlauben zu sterben? Und wer zum Henker schleppt den untoten Kopf von Sigmund Freud in der Tasche herum? Der war mal Drummer in meiner Death-Metal-Band. Und dich in den Wahnsinn zu treiben, ist wesentlich lustiger. Außerdem kann die Alimania-Band eventuell einen Weg hier herausfinden. Teleportieren geht ja nicht. Wo er recht hat? Jetzt reicht's. Wenn ihr mich entschuldigt, ich gehe jetzt den Paladin umbringen. Hey, ihr Fehlturteltauben. Ihr werdet nicht raten, wer wieder da ist. Ich bin nicht... Hallo, ich bin's. Wunderbar. Dann lies vor. Illidan und Arthas besiegten die Helden innerhalb weniger Sekunden. Das war das Ende von Alimania.
Das ist aber nicht das, was hier steht. Und was steht da? Während die beiden Pärchen in einer durch Vorhänge abgetrennten Ecke der Kammer weiter ihre Eheprobleme diskutieren, wir sind nicht verheiratet, sitzt Dimitri zusammen mit Ronny und Heidi neben dem Fallgitter, das in die Kammer hineinführt, in der Hoffnung, doch noch irgendwie einen Fluchtweg zu finden. Ich bin mit meinem Hochdeutsch am Ende. Ich hab alles versucht. Das heilige Licht hat mich verlassen. Ach Ronny, jetzt nimm's doch nicht so schwer. Aber wenn das Dosenlicht doch recht hat. Dimitri? Hör nicht auf ihn, Ronny. Es ist nicht deine Schuld, dass wir das Fallgitter nicht aufbekommen. Aber das heilige Licht versagt nie. Es muss an mir liegen. Vielleicht sollte das heilige Licht mal seine Batterien wechseln. Aber wenn wir das Tor aufbekommen, können wir ihn mit seinem Gottesschild als Keil dazwischen schieben. Was machst du eigentlich? Außer dumme Sprüche und dein Ohr durch das Gitter zu halten. Baby, ich sag dir, ich höre da etwas. Und es kommt mir bekannt vor. Vermutlich ist es das Besetzzeichen in deiner Birne. Ronny, schau doch mal, wer da kommt. Der Onkel Barlow. Hallo Ronny. Na, wo liegt denn das Problem, alter Junge? Hallo Onkel Barlow. Seit 4 Tagen versuche ich mit Hilfe meines Hammers und des heiligen Lichts die Falltür aufzukriegen. Aber es klappt einfach nicht. Wir werden hier nie rauskommen. Alle Hoffnung ist verloren. Wenn wir allerdings einen heiligen Wagenheber hätten. Es reicht jetzt, Dimitri. Ich... Psst, es wird lauter. Ich höre auch etwas. Ach, Miraculi. Wenn auch du gekommen bist, um mich aufzuheitern, dann... Nein, hört doch. Es wird immer lauter. Horst, komm doch mal. Dieses Geräusch. Ich kenne das. Aber wo habe ich das letzte Mal gehört? Das klingt wie ein... Ich hab's gleich. Es liegt mir auf der Zunge. Das ist ein... Hey, warum geht ihr alle vom Tor weg? Unter einer scheppernden Explosion wird das Fallgitter in abertausende Teile zerrissen, als sich ein gewaltiges Ungetüm aus Eisen und Dampf in den Raum zwingt. Ich hab es geschafft. Das heilige Licht hat uns eine Dampflokomotive geschickt. Das muss einfach ein wenig... zeitversetzt funktioniert haben. Klingt ganz so, als wäre das heilige Licht von der Deutschen Bahn gesponsert. Hilfe! Und es gibt weitere Verspätungen aufgrund eines Personenschadens. Wer ist diesmal dran, Dimitri aufzukratzen? Ich hol den Handfeger. Und just in diesem Moment öffnet sich die Tür an der Seite der Lok. Entdecke die Möglichkeiten. Raul! Ingrid? Das gibt's doch gar nicht. Ach, sorry. Ich muss den Zug mal eben ausmachen, sonst versteht man mich ja nicht. Ich kann ihn hören. Ja, die haben endlich nach 4 Jahren alle Bugs aus dem Spiel gefixt. Naja, das wurde ja auch... Moment. 4 Jahre? Das würde erklären, warum Ingrid ein mir unbekanntes Set anhat. Seit 4 Jahren suchen wir euch. Wir haben jeden verdammten Dungeon nach euch durchkämmt. Hätte ja keiner ahnen können, dass ihr im einzigen Dungeon seid, der noch langweiliger ist als der Black Temple. Hey! Dadurch habe ich endlich alle Tiersets komplett. Sogar das olle Anki-Riding. Du hast alle Jägersets komplett? Nein, alle Sets. Kein Wunder, dass das 4 Jahre gedauert hat. Entdecke die Möglichkeiten. Moment mal, du willst uns sagen, dass während wir hier nur 4 Tage drin waren, draußen 4 Jahre vergangen sind? Ja, jede Sekunde, die wir hier verschwenden, vergeht draußen ein weiterer Tag. Also neben Dimitri kam es mir jedenfalls vor wie 4 Jahre. Raul, wieso steht denn der Mensch unter deinem Porträt? Die Klasse, die kippe doch gar nicht. Das alles klingt wie ein schlechter Traum. Nein, das ist mein SMS-Ton. Ihr habt da einen ziemlich coolen Film verpasst. was meine Klasse angeht, ich habe rerollt. Magier war mir irgendwann zu öde.
Was machen wir denn jetzt, Raoul? Und was ist mit dieser Hoggle-Sache da? Holt mal einer die zwei Pärchen da aus der Eheberatung. Den Rest erzähle ich euch im Zug. Nicht so schnell. Elimania. Sowohl unsere Helden als auch die wiedergefundenen Freunde erstarren für einen Moment, als sich in der Mitte des Raumes der gewaltige Schädel eines Gnolls materialisiert. Hab schon Besseres gesehen. Mit Ausnahme von Miracoli. Glaubt ihr wirklich, ich würde mir von einem Zugbegleiter meinen großen Monolog nehmen lassen? Ich habe in den letzten 4 Jahren nicht die gesamte Defias-Bruderschaft zu einem Ninja-Clan ausgebildet. Und 3/4 von Azeroth überrannt, um mich kurz vor meinem Triumph dieser Genugtuung berauben zu lassen. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann wird auch der Frozen Throne mir gehören. Wie sagte mein Onkel Tyrian noch auf seinem Sterbebett? Da denkst du, es könnte nichts schlechter werden. Und dann hat eine aufrechtgehende Hyäne mit Hilfe einer Zeitverzerrung und Ninja-Pandaren deinen Job geklaut. Und wir haben ihn damals alle für senil gehalten. Pandas in Ninja-Klamotten und mit Defias-Masken? Kinky! Solltest du nicht noch tot sein? Mönche können ressen. Ja, ihr seid wohl die neuen Schamanen, was? Das ist mein Job, den Dimitri zu retten. Retzende Paladine sind sowas von 2005. Ihr habt da so 2 bis 3 Addons verpasst, während ihr weg wart. Gibt es eine Panda-Bärenform? Bitte sagt mir, dass es keine Panda-Bärenform bei Level 80 gibt. Wissen wir nicht. Da niemand durch Hoggers Besetzung von Outland es auf Level 70 schafft, ist keiner stark genug, um auch nur den Streichelzoo in Northrend zu überleben. Hey, Illy! Sieht aus, als hätte ein Bettvorleger deine Hut übernommen. Also, nur um das klarzumachen, Blizzard hat von Kung Fu Panda... Diese Witze waren bereits 13 Sekunden nach Bekanntgabe des Add-ons alt. Verdammt! Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ihr mich so rüde unterbrochen habt... Ich hab ja kein Problem damit, wenn ein Charakter einen anderen Sprecher bekommt, aber kommt nur mir Hoggers Stimme bekannt vor? Klingt ein wenig nach Nikolai, wenn ich schon mal ein bisschen in die Zukunft gucken darf. Was kommt als nächstes? Hat Medivh bald auch noch eine andere Stimme? Ihr habt eh keine Chance. Schließlich seid ihr alle nur Level 60, während ich und meine Ninja-Armee bereits auf Level 90 angekommen sind. Also... Warum? Müssen Bösewichte immer ihre Pläne erklären? Da gibt es ein Achievement für. Verstehe. Keine weiteren Unterbrechungen. Jedenfalls, Stormwind ist die letzte Bastion der Allianz. Wir werden in 24 Stunden losschlagen und uns eure Hauptstadt holen. Sobald wir sie eingenommen haben, segeln wir von eurem schicken neuen Hafen Richtung Northrend. Und wenn ich einmal am Frozen Throne bin, wird dieser Lich King-Rüstungsimitat dafür sorgen, dass mich jeder für den Lichtkönig hält und eine Armee aus Untoten wird unter meinem Kommando über Kalimdor herfallen. Und wer sollte dir das glauben? Um darauf hereinzufallen, müsste man schon alt, taub, fast blind und senil. Ach, fuck. In diesem Moment in der Frostkrone. Blumen. Anti-Aliasing. Trilineare Filterung. DirectX 11. Selbst Texturen. Alles Schnickschnack. ASCII-Zeichen hatten wir. Zu meiner Zeit musste man noch seine Fantasie anstrengen. Da war ein D ein großer Drache, ein Q ein Quicklinglord und alles, was man anfassen konnte, hätte verflucht sein können. Und war es meistens auch. Ach, Jungchen, ich hab dir nie erzählt, wie es mich freut, dass du in den letzten 4 Jahren ein so guter Zuhörer geworden bist. Und dein Kaffee ist auch besser geworden.
Sollten wir ihm erzählen, dass er seit 4 Jahren mit dem Kaffeeautomaten redet? Nee, das würde ihn nur unnötig aufregen. Und zurück in Magteridons Kammer. Jups, wir sind am Arsch. Und wenn ihr so töricht seid zu denken, ihr würdet es noch rechtzeitig nach Stormwind schaffen, dann lasst mich euch eins sagen. Versucht gar nicht erst, Magteridons Kammer zu verlassen. Draußen wartet bereits eine gigantische Armee auf euch, die euch ein für alle Mal erledigen wird. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr davon kommt, ohne euren großen Zauberer Medivh, werdet ihr keine Chancen haben, mich und meine Armee in Stormwind aufzuhalten. Und der größte Zauberer aller Zeiten liegt angekettet auf dem Dach meines Schiffes in den Deadmines, bewacht von 2 meiner stärksten Verbündeten, und zwar... Wo sind sie hin? Ich war noch nicht fertig. Mann, ist das unhöflich? Ich habe 2 Wochen an diesem Text herumgefeilt und jetzt das. Wie soll ich denn jetzt das Achievement kriegen? Während Hogger seinen großen Monolog hielt, haben sich unsere Helden aus der Höhle geschlichen und sehen sich eine Armee von Defias Ninja-Schergen gegenüber, welche das gesamte Dungeon umstellt haben und darauf warten, beim kleinsten Zeichen eines Ausbruchs loszuschlagen. Jetzt bloß keinen Lärm machen. Horst? Oh Gott, er muss niesen. Ronny, halt ihm die Nase zu. Nicht mir, du Idiot! Ist schon gut. Kennt ihr das? Man muss niesen, aber kriegt den Nieser einfach nicht raus. Anderes Thema. Wie kommen wir an dieser Armee vorbei? Bleib mal ganz locker, Puppe. Das wird doch total easy. Ich meine, wir haben Arthas und Illidan. Illidan und Arthas. An unserer Seite. Ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber wenn wir uns einer Armee stellen, haben wir normalerweise selbst eine Armee dabei. Ich zumindest. Illy hat dafür einfach eine Truppe von 1-Euro-Jobbern in Kostüm. Ha, war ja klar, dass der feine Herr Ex-Lischkin kneift. Wie wäre es mit einem Ablenkungsmanöver? Irgendwas Großes und Lautes. Etwas, das am besten noch raucht und qualmt und alles andere übertönt, um die Armee wegzulocken. Gute Idee. Aber wo bekommen wir jetzt die Mutter von Horst her? Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Was starrt ihr mich so an? Einige Minuten später auf den belagerten Stufen des dunklen Portals. Soldat, nehmen Sie mal das Fernglas und sagen Sie mir, was Sie da hinten sehen. Ich sehe einen Zug, der ohne irgendwelche Gleise zu benutzen, im Kreis fährt. Richtig. Und was noch? Arthas Menethil und Illidan Stormrage stehen auf dem Dach und zeigen uns ihre nackten Hintern. Und was schließen sie daraus? Dass auch Untote Hämorrhoiden bekommen können und dass das ein offensichtliches Ablenkungsmanöver ist. Korrekt. Wir müssen damit rechnen, dass der Rest von Elimania versucht, hier vorbeizuschleichen, um durch das Tor zu gelangen. Wir müssen die Augen aufhalten. Entschuldigung, Post. Ich soll hier 2 Jäger und einen Feral-Druiden abliefern. Ja, natürlich, gehen Sie nur. Jedenfalls, solange Sie glauben, dass wir abgelenkt sind, werden Sie... Lassen Sie uns durch. Ich und der Mönch sind Gynäkologen. Tut mir leid, gehen Sie durch. Wo war ich? Wird Elimania einen Durchbruch versuchen und... Guten Tag. Ich und die beiden Elfendamen können, um den Stromzähler abzulesen. Der Kasten ist links hinter den Regalen. Dankeschön. In jedem Fall müssen wir uns auf... Pizza für Jonas Wagner. Ja, natürlich, gehen Sie nur. Jedenfalls müssen wir damit rechnen, dass Sie hier in Verkleidung auftauchen und versuchen, mit einem ausgefeilten Plan an uns vorbeizukommen, Soldat. Wie zum Beispiel sich als Postboten, Gynäkologen, Stromableser oder Pizzaboten auszugeben? Ha, zum Beispiel. Gute Auffassungsgabe, Soldat. Ach, verdammt. Während der eine Teil unserer Helden sich in aller Eile zu den Todesminen begibt, schauen wir doch mal, wie es den Gefangenen dort ergeht. Nämlich Cliff, Medivh, Uhura und Pansky. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten, fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu. Nun gut, so mögt ihr walten, wie er aus dem Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der eurem Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche liebe Schatten steigen auf. Gleich einer alten, halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf. Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage des Lebens labyrinthisch irren Lauf. Dann nimmt der Scheffe mein einzig Lebenslot, das so geliebte knallrote Gummiboot. Pansky, ich warne dich. Ich habe diesem Goethe-Quatsch nur zugestimmt, damit du nicht wieder anfängst, Schlager zu singen. Ach, kommen Sie, Chef. Sie müssen nur den Song ein bisschen auf sich einwirken lassen. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Bindet mich los. Bindet mich los! Macht, dass es endlich aufhört! Mensch, Chef, ich hab's ja noch nie weinen sehen. Fangen Sie doch endlich mal an, die Lage ein wenig positiver zu sehen und singen Sie mit. Aber wenn Sie etwas gegen Gummiboote haben, wüsste ich noch etwas anderes, das rot ist. Bitte nicht! Ja, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ. Bitte, tötet mich wer, ihr dürft mich auch looten. Unsere Helden haben sich inzwischen tief in feindliches Gebiet vorgewagt und die Todesminen erreicht. Sie schleichen sich durch die Gänge und überraschenderweise stellt sich ihnen niemand von der Defias Bruderschaft in den Weg. Nicht mal unser alter Freund mit dem Socken vorm Gesicht. Hört ihr das? Das klingt schrecklich. Das klingt so, als würde man eine quietschende Tür aus Fingernägeln über eine Schiefertafel ziehen. Oh, als würde man den Geist eines wahnsinnig gefördernden Dämons foltern. Wie ein Crossover von FX Twin und Mickey Krause, der gewaltig schiefgelaufen ist. Kein Wunder, dass hier niemand mehr ist. Die müssen alle geflohen sein. Sag mal, Raul, du und Ingrid, seid ihr eigentlich? Jap, sind wir. Klein Frodo ist nun fast 3. Putziger Kerl. Er mag Züge, sagt aber sonst nicht viel. Kannst du mir vielleicht irgendwelche Tipps geben? Weil irgendwie, ich und Uschi, ich hab schon alles versucht. Ja, komm doch mal her. Du willst mich verarschen. Keine Frau ist so blöd. Wenn du mir nicht glaubst, dann lass es halt. Allerdings warte damit, bis wir an der Tür zur Schiffshülle vorbei sind. Da brauchen wir deine Hilfe. Warum das denn? 2 Minuten später. Ich hasse euch. Wenn ich hier wieder herauskomme, werde ich jeden einzelnen von euch Analherpes an den Hals hexen. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich jeden Abend 5 Kilo Spargel essen, damit ich euch am nächsten Morgen so richtig schön ins Müsli pissen kann. Und vorher rufe ich Gnomeski International an. Ja, da guckt ihr, was? Gnome haben auch Menschenrechte. Nicht, dass ich es nicht genießen würde, Dimitri wieder in die Kanone zu stopfen. Aber meint ihr wirklich, es ist schlau, uns wieder durch das Tor zu bomben? Hogger sprach von 2 seiner stärksten Verbündeten. Irgendwas riecht hier ziemlich verbrannt. Riecht doch das? Moment mal, ich kenne dieses Geräusch. Alle in Deckung! In letzter Sekunde schaffen es unsere Helden, an die Seite zu springen, als ein gewaltiger Feuerstrahl das Tor zerreißt und binnen Sekunden Holz und Metall in Asche verwandelt. Wer lacht da jetzt, hä? Diese Kanone ist wohl der sicherste Ort in dieser Höhle. Während sich Dimitri lautstark über seine Gefährten lustig macht, erscheint im Durchgang der eingeäscherten Tür ein gewaltiger Schädel. Gelbe Augen und ein glühendes Maul voller dolchgroßer Zähne werden eingerahmt von pechschwarzen Schuppen. Was ist da draußen los? Dimitri, bleib, wo du bist. Was denn? Ihr tut so, als wäre da draußen deswegen persönlich? Ja, ich bin es, Neltharion, der Zerstörer von Welten.
die Geißel der Drachenschwärme. Eure Reise endet hier und jetzt, Elimania. Gnade! Gnade? Ihr erwartet Gnade von demjenigen, der die Erschaffung der Welt beobachtet hat und für ihren Untergang verantwortlich sein wird? Ihr erwartet Gnade von mir, dem mächtigsten aller Drachen. Ich bin der Grund, warum Königreiche und Völker aus euren Geschichtsbüchern verschwinden. Ich bin der unermessliche Schrecken, der die Helden des Guten und des Lichtes in den Wahnsinn treibt. Ich bin der, vor dem sich die Naturgewalten beugen. Meine Schwingen verdunkeln die Sonne. Mein Atem verwandelt Gebirge in Glas. Ich bin der Zerstörer der Ebenen. Und in allen Albträumen bin ich der Schrecken, der die Nacht durchzieht. Ich bin Deathwing. Duck. Deckung! Miracoli, könntest du bitte aufhören, den Vernichter der Welten zu verarschen? Das war's wert. Hört noch jemand dieses Zischen? Das kommt mir so bekannt vor. Seht eurem Ende entgegen, Elimania, denn nun werdet ihr meinen Atem das letzte Mal. Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Das nenne ich mal einen Tiefsrot. Oh Gott, dieser Geschmack. Wie ranzige Klöten und Durchfall auf der Zunge. Ich... Gott, ich muss hier raus. Luft, frische Luft. Das war das zweitekelhafteste, was mir je im Leben passiert ist. Das zweitekelhafteste? Nein, ich will das gar nicht wissen. Brauchst du ein Handtuch? Ja, natürlich brauche ich ein Handtuch. Du, ich meine, das geht schon. Es ist besser, du kommst mir nicht zu nahe. Bitte was? Ja, das zwischen uns wird niemals etwas werden. Und es ist auch besser so. Denn ich bin nicht gut für dich. Es ist, als würde sich der Löwe in das Lämpchen verlieben. Und ich will dich nicht verletzen. Mein Herz würde es nicht überleben, wenn ich dir etwas antun würde. Ach, sag doch sowas nicht, Dimitri. Kann jemand mal zurückspulen? Ich glaube, wir haben gerade das Hörspiel gewechselt. Doch, ich bin ein Monster. Aber ich bereue es nicht, dich vor Deathwing gerettet zu haben. Auch wenn wir niemals auch nur Freunde sein werden. Dimitri, ich will dich jetzt. Oh Gott, so scharf war ich noch nie. Komm her, mein Wonneproppen. Drachenkotze hin oder her. Da hat gerade noch jemand das Bedürfnis, sich sein T-Shirt auszuziehen? Finger weg, Heiltussi. Er gehört mir. Du hast ihn gar nicht verdient. Das kannst du vergessen. Ich bin viel länger im Team Dimitri als du. Ich will auch die Möglichkeiten entdecken. Yes. Wir gehen dann schon mal weiter. Wir sehen uns oben. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung, da auch Minderjährige hier zuhören, und ignorieren dieses Sodom und Gnomorra. Da unser Dimitri ein Kurzarbeiter ist, stoßen er und seine beiden Elfenkonkubinen nur wenige Minuten später wieder zum Rest der Gruppe. Auf dem Defias Endgegnerschiff werden sie bereits erwartet. Gut, da kommen unsere Liebessklavinnen und der Fruchtzwerg ja endlich. Na, glitzert er im Sonnenlicht? Wir wollen nicht darüber reden. Nicht jetzt, nicht später. Niemals. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay, okay. Verstanden. Alles klar. Ja, ich werde schweigen. Die DVD wird 39,95 kosten, inklusive Bonusmaterial, und erscheint unter dem Titel Bis zum Erbrechen. Was ist das Bonusmaterial?
Das ist der Teil, in dem Uschi und Heidi angewidert ihre Roben verbrennen. Und nur wenige Momente später erreicht die gesamte Truppe das Deck des Schiffes. Vorsicht, meine Freunde! Der neue Endboss der Todesminen steht hinter euch! Mediv, was ist mit deiner Stimme passiert? Beim Pokern verloren. Ich glaube immer noch, dass Pansky beschissen hat. Das kommt mir irgendwie schrecklich bekannt vor. Ihr seid in meine Falle getappt. Ich, Lord Abaddon, zukünftiger Herrscher der Welt und Endboss der Todesminen. Also so übergangsweise, bis das mit der Weltherrschaft anläuft. Wieso will hier eigentlich jeder die Weltherrschaft an sich reißen? Erst Arthas, dann Hogger, jetzt einer von Waititi. Lord Abaddon! Also in den Deadmines hätte ich jetzt eher Gronkh erwartet. Ja, schon richtig. Aber die größeren Gastrollen wurden nach der Anzahl der YouTube-Klicks vergeben. Also ist er offensichtlich Hogger geworden. Tch, von wegen. Der Arschloch, der. Naja, mochte Sarazar eh immer lieber. Was ist eigentlich mit Cliff passiert? Der war so begeistert von meinem Gesang, dass er am Ende mitgemoscht hat. Eigentlich hat er seinen Kopf so lange gegen die Reling geschlagen, bis er K.O. gegangen ist. Was? Wo? Bin ich endlich tot? Oh Gott sei Dank seid ihr hier. Würdet ihr bitte einen Dolch in Pansky stecken und mich dann losmachen? Reihenfolge egal. Jo, warte, ich helf dir. Es reicht's aber. Man macht nicht vor dem Kampf die Gefangenen los. Was seid ihr denn bitte für Noobs? Ihr bekommt den Loot ja auch nicht vorher. Entschuldigung, Frau Cold Mirror. Lord Abaddon. Die haben beide die gleiche Frisur. So, ich fange jetzt mal an, sonst wird das hier ja eh nichts. 3, 2, 1, Encounter gestartet. So, ich spawne jetzt meine beiden Ads, die geilen Schwestern. Sorry, Sam, schnappt sie euch. Sie haben keine Chance, mein Imperator. Wird gemacht, Meister! Ihr habt nicht die Spur einer Chance. Wenn ich erst einmal mit euch fertig bin, werde ich eure Köpfe den anderen Defias zeigen und sie mit meinem Sieg so sehr beeindrucken, dass ich Hogger absetzen kann und die gesamte Organisation übernehme. Geiler Plan, nicht wahr? Oh, ein Achievement. Aber egal. Mädels, habt ihr sie schon... Mädels? Wenn du mich lässt, starker Mann, bring ich deine Welt zum Einstürzen. Lass es mal nicht die Bärbel hören, dann bist du ganz schnell ein Häufchen Asche. Mit der werde ich schon fertig. Ich werde dir jetzt dein Kettenhemd nur mit Hilfe meiner Zunge ausziehen. Guck mich nicht so vorwurfsvoll an, Löwenzahn. Ich pill auch nur einmal. Ich gucke nicht dich an, du Pfeife. Halt mich mal etwas weiter nach rechts, sonst sehe ich nichts. Shari, was soll der Mist? Sam, übernimmst du das bitte? Sam? Das ist der größte Hammer, den ich je gesehen habe. Er ist wunderschön, nicht wahr? Ich poliere ihn jeden Tag zum Ruhm des heiligen Lichts. Oh, dann bist du bestimmt ein großer, starker Paladin, nicht wahr? Ja, ja. Möchtest du mit mir zum Morgengebet gehen? Nachmittags das heilige Licht verbreiten und dann die Welt von allem Bösen und Schlechten reinigen? Das wäre toll. Und danach können wir uns unter deinem Gottesschild gegenseitig Psalme vorlesen. Oh, Baby, du weißt, was mich anmacht. Oh, Ronny, lass mich deine Messdienerin sein. Hallo, jemand zu Hause? Könnt ihr bitte aufhören, mich zu ignorieren? Ich bin hier der Encounter, okay? Gewöhn dich dran. Das machen die mit jedem. Oh, Horst, du hast auch Kettenunterhosen an? Oh, wie scharf mich das macht. Das sind die selbstgestrickten von meiner Mami. Mit einem Namensschild aus Bronze. Ach, verdammt, dieser Nisa will einfach nicht raus. Oh, Ronny. Und wenn wir die Schriften des Lichts rezitiert haben, dann schlafen wir in getrennten Betten. Ja,
In zwei unterschiedlichen Räumen? Oh ja. Und um 10 Uhr muss das Licht ausgemacht werden. Wo warst du nur mein ganzes Leben lang? Dimitri, wie nennt sich dieser Fetisch? Manche Sachen sind selbst für mich zu pervers. Mir reicht es gleich. Echt, Leute, entweder wir machen das jetzt vernünftig oder ich gehe. Maul, mach uns los. Dann öffne ich uns ein Portal nach Stormwind. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Und wir können die Stadt gegen Hoggers wütende Angriffe verteidigen. Ja, Meister, ich eile. Na, Pansky, was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, dass man in circa 10 Sekunden sterben wird? Das wird nichts bringen, Chef. Wenn Sie mich niederstrecken, wird das knallrote Gummiboot mächtiger, als Sie es sich auch nur entfernt vorstellen können. So, alle frei. Ich danke dir, Raul. Lauft! Lauft durch das Portal! Dies ist unsere einzige Chance, die Hauptstadt noch zu retten. Du auch, Cliff. Wir haben keine Zeit, scharfe Gegenstände in Pansky zu stecken. Wir brauchen ihn vielleicht noch als menschlichen Schild. Glück gehabt, Pansky. Diese Sache ist noch nicht vorbei. Host, Ronny, kommt jetzt endlich! Warum? Es ist so schön hier. Ja, geh nicht. Du hast noch so viele Rüstungsteile an dir, die ich ausziehen muss. Oh, Ronny, lass uns in Keuschheit und Abstinenz zusammenleben. Hey! Ist das ein großer Haufen Loot, der direkt hinter dem Portal liegt? Loot? Horst, nein! Ach, Männer. Aber Sam, du teilst doch bestimmt diesen Streiter des Lichts mit mir, oder? Ist das da ein Kätzchen, das sich in Stormwind auf einem Baum verirrt hat? Eine gute Tat. Für das Licht. Schaffen? Blöde? Mädels, das war eine ganz schwache Vorstellung. Echt. Bin ich denn nur von Inkompetenz umgeben? Als ich sagte, ihr sollt sie euch schnappen, meinte ich nicht, dass ihr mit ihnen rummachen sollt. Wir sprechen nachher über eure Bestrafung. Und nun zack, ab ins Körbchen. Ja, Meister. Also gut, das hat nicht geklappt. Plan B. Weltherrschaft durch unterschwellige Botschaften in meinen YouTube-Videos. Dort erkennen die Leute wenigstens mein wahres Talent. Kann ich auch mit, Chef? Natürlich, 7. Du bist doch mein Lieblingsklon.